Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Ich habe keine Ahnung, was sie da gerade macht. Was macht sie denn mit den Händen? Aber vielleicht streichelt sie das Gras wahrscheinlich. Boah, das Ding da hinten sieht immer noch so cool aus einfach. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir kommen auch nicht hin. Das liegt irgendwo auf den Bergen drauf. Und auch heute. Ein Wächter, na klar. Auch heute wollen wir natürlich wieder ein bisschen... Natürlich wollen wir wieder ein bisschen. Klar, natürlich. So natürlich ist das gar nicht. Wir wollten ein paar Quests machen tatsächlich. Ja, Quests. Haben wir sonst noch irgendwas hier hinten, was uns entgangen ist? Nee, ne? Wenn wir schon mal da sind, da haben wir auch jetzt alles geholt. Die restlichen Sachen. Sehr, sehr gut. Hier, Ruinen. Wir brauchen mehr Ruinen eigentlich. Das haben wir gemacht. Dann gucke ich mal ganz kurz... Halt! Kann ich auch gleich drin bleiben. Ich schau mal ganz kurz bei den Quests, bei den Nebenquests. Ein Moment des Friedens, das müssen wir noch abgeben. Das heißt, da schaue ich mal, wir müssen jetzt... Okay, der Weg... Zum Glück ist das ein sehr kurzer Weg. Ja, das ist ganz toll gemacht. Ein ganz kurzer Weg. Ich gehe mal hier zum Lagerfeuer. Ich mache mal den Wegpunkt und dann reisen wir direkt mal hin. Direkten Ladebildschirm zu Beginn der Folge. Das haben die Leute auch am liebsten. Das ist ja das Schönste, was du machen kannst. Hey, Freunde, guck mal hier. Wir fangen die Folge an mit einem Ladebildschirm. Da freuen sich alle. Na gut, aber was sein muss, muss sein. Schalte die Kräuterkennerfertigkeit frei. Du kannst dir das Medizin. Ah, das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ja, haben wir alles schon gemacht. Damit du öfter heilen kannst. Ich frage mich ganz ehrlich, wenn wir das nicht gemacht hätten oder wenn es das nicht gäbe, wir wären so oft schon gestorben. Verwende die Karte für Schnellreisen. Das versuche ich gerade, aber es dauert so lang. Das ist keine Schnellreise, das ist eine lange Reise. Verwende die Karte für Schnellreisen zu entdeckten Siedlungen. Ach, zu entdeckten Siedlungen, Lagerfeuer, alles klar. Verwende die Verderbnispfeile des Schattenkrieger morgens, um Maschinen zu Feinden jeder anderen Maschine zu machen. Ah, alles klar. Verderbnispfeile des Schattenkriegsbogens. Okay. Schatten haben wir ja. Verderbnispfeile glaube ich nicht. Wäre eigentlich ganz interessant. Eine Maschine verderben und dann greift sie die anderen an. Hilft natürlich nicht in einem verdorbenen Areal. So, dann machen wir eben. Alter, wie lange das dauert. Warum dauert das so lang? Das ist ja wie Fallout. Na gut, dann trinke ich ganz gemütlich noch am Tee weiter. Prost! So, immer noch nicht fertig. Ich gehe mal kurz Frühjahrsputz machen. Längster Ladebildschirm ever. So, den Seilwerfer reißen sich aber los, wenn sie erheblichen Schaden leiden. Ach so, ja klar. Warum nicht? So, endlich. Wenn es weiter so geht, muss ich die Ladebildschirme hier rausschneiden. Das mache ich aber fordert immer. Hier wollte ich nicht so weit gehen, eigentlich. Ist es vorbei? Nein, es wird nie vorbei sein. Solange du da sitzt und jammerst, ob es vorbei sein wird, wird es sich nie loslassen. So. Hier sind noch die Händler, die die Bannug-Sachen und sowas kaufen würden, ne? So, dann einmal hier hoch. Nein, einmal da lang. Und da, da ist er. Tatkräftige Abenteuer. Ach, er war das. Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Er war das, der das verkaufen wollte, oder? Fremde, du wirkst als ob... Hey, warte, dich kenne ich doch. Du bist wieder da. Wie war es denn? Sehr kostspielig. Das hatte ich befürchtet. Die zahmen Maschinen, es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig, es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Wäre ich doch Waffenhändler, das bringt was ein. Hier, nimm das. Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Tja, war ja sein Risiko, nicht unseres. Ein Moment des Friedens, alles klar. Vielen Dank. 3000 Erfahrungspunkte. Naja. Ist jetzt nicht so wirklich viel inzwischen. Da, wupp. Kleines bisschen, haben wir wieder mehr. So, machen wir die nächste Queste. Da ist noch Bannug-Figur und Tasse. Eigentlich kann man jetzt die Bannug-Figur da ganz gut holen gerade, wenn wir schon mal da sind. So,
Problem ist nur, dann ich krieg die Quest sonst niemals los. Andererseits, die Karte haben wir fast abgeerntet. Nebenquest, altes Waffenlager. Tod aus dem Himmel, begibt mich nach Scheuerfels. Sonnenfels, ja, viele Nebenquesten haben wir aber nicht mehr, ne? So, das führt uns wohin? Oh, hier ist so eine verdorbene Zone, Stufe 32. Ah ja, ich erinnere mich. Und hier oben war... Ach, hier oben war doch unlängst erst. Wer gibt hier ein Scheuerfels? Aber da waren wir doch neulich erst. Und jetzt schon wieder ein Ladebildschirm. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Machen wir erstmal die Banduk-Figur. Ich meine, die müssen wir so oder so nochmal holen. Guck mal hier, die 280 Meter, die kriegen wir doch, ganz ehrlich. Mach ich kurz einen Fly-Hack, sind wir schon da. Wo sind wir denn hier? Natürlich komme ich nirgends rein. Oh, Eiferwand. How convenient. Sind das die Fahrstühle hier? Nein. Ach, ist ja nicht nee, hier ist einfach nur ein Tempel. Okay. Gut, muss ich gucken, wie ich runterkomme. Was? Sekunde. Rohstoffe kaufen. Läuferlinsen, Linsen, Linsen. Der verkauft also eine Menge Linsen. Braucht man nicht unbedingt. Aber da können wir auch Sachen kaufen, ohne gegen die gekämpft zu haben. Achso, du bist gar kein Händler. Wo waren denn die anderen Händler? Ich hasse diese Stadt hier. Ich will hier eigentlich immer nur raus. Ich finde die toll gemacht und bla bla bla. Gar keine Frage. Aber ehrlich gesagt, ich finde das hier so labyrinthartig und einschränkend dadurch. Was mache ich jetzt zum Beispiel in diesem Haus? War das das Haus von dem Typen, den wir verschont haben? Wieso bin ich jetzt in irgendeinem Haus? Wie komme ich aus der Stadt wieder raus? Ja, ich glaube, das ist das. So. Draußen bin ich wenigstens frei. Da kann ich rumlaufen, wie ich will. Da sind die Fahrstühle. Okay, ich will nur runter. Ich will nur runter. Da, Fräulein. Die Texturen laden irgendwie so langsam, ne? Gerade. Ich weiß gar nicht, warum. So. Achso. Einmal Aufzug, bitte. Das ist schon einfach riesengroß. Das ist so krass gemacht alles. Also gar keine Frage. Aber es ist ja trotzdem das Labyrinth der Großstadt, wie es ja so schon heißt. Und da bin ich lieber draußen im Dschungel, lieber draußen in der Natur. Ironie des Schicksals. So, 422, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen, weil die Fahrstühle hier auf der Seite sind. Hätte ich einfach runterfliegen können? Oder an so einem Seil runterrutschen? Das wäre noch viel geiler. Muss ich mal diese klobigen Fahrstühle nehmen? So. Siedlung verlassen. Juhu. Ich würde am liebsten da oben mit dem Seil runter irgendwo in die Butnik. Das wäre das Beste. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn in die Himmelsrichtung einfach so ein langes, langes Seil gespannt ist und wir können dann lange, lange runterrutschen. Das würde cool aussehen. Wir würden viel von der Landschaft sehen. Viel besser als so ein sperriger alter Fahrstuhl. Ich bin ja froh, dass es den Fahrstuhl gibt, ne? Also keine... Oh nein, jetzt muss ich um die ganze Stadt rum. Ich wollte doch nur die Banduk-Figur. So, da einmal raus. Aber... Schöne Location haben sie ja dafür ausgewählt für die Stadt. Muss man einfach sagen. Muss man neidlos anerkennen. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, die Herde ist auch noch da. Alles klar. Und irgendwo da hinten sind noch die... Die Pirscher müssten da noch sein.
Und wir düsen mal nach da hinten, 400 Meter. Guck mal, das kriegen wir hin. La, 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 la. Oh, die Wasserfälle überall. Das sieht so geil aus, einfach überall. Und generell ist die Stadt auch ziemlich cool. Die eine Palme da oben. Schön. Generell ist die Stadt ja auch ziemlich cool gemacht, muss man einfach sagen. Trotzdem so Labyrinthen. So labyrinthig aufgebaut. Ah, Feuerbrennwurzel. Ich hasse dich. Das brauche ich später noch. Ja, im Gegensatz zur Feuerbrennwurzel. Das ist auch wieder eine Feuerbrennwurzel, ne? Diese orangenen, ja. Okay. So. Wo kommen wir denn dahin? Da drüben ist ein Sägezahn, das finde ich sehr süß. Inzwischen mag ich die ganz gerne. So. Hab irgendwie sehr viel Bammel vor den ganzen Kreaturen verloren. So nach und nach. Okay, und hier sieht es schon sehr banukig aus. Sehr gut. Müssen wir nur gucken, wie wir da hochklappen. Da sehe ich etwas. So. Wo geht's denn von hier aus hin? Hä? Ist das das Einzige, was... Ich sehe nicht... Da oben geht's weiter. Das habe ich gar nicht gesehen. Um Gottes Willen. So, darüber. Dann einmal ganz kurz. Nein! Du sollst um die Ecke gehen. So. Dann einmal nach oben. So, dann hier hoch. Gott, warum hat der sich nur so komische, unwegsame Gebiete gesucht? Dann hier rüber. Und dann geht's da wieder weiter nach oben. Natürlich. Stell dir mal vor, da kommst du echt vom Einkaufen mit vier fetten Tüten und musst dann erstmal hier nach oben gehen. Das macht doch keiner. So. Ich kann nicht gestehen. Oh, die vorletzte ist das schon. Tektuk. Es gibt vieles, was ich dir gestehen könnte, aber eine Sache gehört nicht dazu. Ich habe unseren Häuptling Signak, der behauptete, dein Vater zu sein, nicht umgebracht. In jener Nacht war ich allein in meinem Zelt, betrunken vom kalten Wein und träumte wie immer von Ili, deiner Mutter und ihrem Lächeln, so warm wie das Abendlicht. Ich werde dir nie Zeugnis ablegen können und meine Opfergabe wird nie die Wärme deiner Hände spüren, TM, aber ich male mein Zeichen im Licht der Wahrheit. Ich weiß, wo meine Schuld liegt und wo meine Unschuld. Ich klammere mich an die Hoffnung, dass du es tief in deinem Herzen auch weißt. Das war die vorletzte Figur. Das haben wir also fast durch. So, hier kommen wir nicht rüber. Also würde ich vermuten, das naheliegendste. Wahrscheinlich können wir uns hier wieder irgendwo abseilen. Die Frage ist nur, ob wir das auch müssen. Oh, na nü. So wie zum Thema Abseilen. Wo kommen wir denn hier hin? Okay. Die Sonne gibt sich heute wieder alle Mühe. Hä? Was ist denn das für ein Spruch? Was soll das bedeuten? Und vor allen Dingen, warum bin ich jetzt hier? Warum ist denn jetzt hier so ein Seil rübergegangen? Maschinenareal Sägezahn. Na, halte ich für ein Gerücht hier oben. Was sollten die hier auch? Komme ich hier denn hoch? Oh, was ein wunderschöner Schmetterling. Hä?
geht's denn hier hin? Was ist das? Ich muss vorsichtig sein, wenn ich Brüllrücken mit meinem Speer überbrücke. Das musst du wohl. Und vor allen Dingen, was haben wir denn da? Wichtig! Werbung! Yeah! Wir haben Werbung gefunden! Geil! Eine wichtige Nachricht für Sie! Sie wurden als Empfänger eines kostenlosen Starterpakets von Satisfy ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch! Sie wurden als Empfänger einer kostenlosen Probe des revolutionären Nahrungsergänzungsmittels Satisfy ausgewählt. Der unschlagbare Sättigungseffekt von Satisfy wird durch die neuesten Innovationen im aufregenden wissenschaftlichen Bereich der Mikroernährung ermöglicht. Schon eine Satisfy-Tablette enthält genug wichtige Proteine, Fette, Vitamine und Mineralien, um eine vollständige Mahlzeit zu ersetzen. Keine Zeit zum Mittagessen, immer noch genug Zeit für Satisfy. Satisfy ist die Lösung für Geschäftsreisen. Vermeiden Sie überteuertes Essen am Vertiport. Der Gegner hat mich im Visier. Ja, geil. Ich konnte ihn gerade nicht. Konnte ihn gerade nicht markieren. Wahrscheinlich, weil ich mein Visier an hatte. Mein Fokus war aktiviert. Ernsthaft? Machen wir doch so. Das wird ein großer Spaß. Nicht schon wieder. Okay, schnapp sie, der Tiger. Brav. Ganz brav. Ja. Oh, das ist noch einer. Ich finde die Kämpfe immer so geil. Okay, Tiger Nummer 2. Let's go! Schnapp sie dir, Tiger 2. Naja, Tiger 2 schnappt nichts mehr. Tut mir fast schon ein bisschen leid. Oh, der hat überlebt. Aua. Was ist das grüne Licht am Rücken bei denen, frage ich mich. So, halt. Und dann.
So, das war der zweite. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, der müsste ja theoretisch, der hat ja Eis geladen, also theoretisch. Rotes Licht. Aber ich mach den Kreis mal voll. Okay, das war's. Natürlich, mein Freund. Fliegt er noch höher. So. Wieso macht er keinen scheiß kritischen Treffer, Mann? Ah, da steht kritischer Treffer, aber die macht nie einen. Die kloppt nur einmal drauf mit einem leichten Schlag. Das ist doch doof. Das ist doch doof, Mädchen. Warum machst du denn sowas? Wenn da kritischer Treffer steht, dann mach doch mal einen. Das bringt ganz neue Dimensionen des Schmerzes. Grauhabichtherz, wunderbar. Ich wünschte, wir können uns dafür irgendwas holen. Und ein Sägezahnherz, auch noch. Schön. Zu viele Herzen heute. Oh, Handherz. So, warte. Das Datenmodul, das war die Werbung, ne? Werbung, ja. Das war die Werbung. Ich frag mich, wo all die anderen Textnachrichten sind, aber die sind natürlich so klein. Ich glaube, die alle zu finden, ist ja eine Lebensaufgabe im Spiel. Oder man guckt eine Lösung, aber das macht man natürlich nicht. So, alte Trümmer, zack. Das nehme ich mit. Ich finde, bei sowas wie Texten hätte man irgendwie so ein kleines Signal machen sollen, so dass irgendwas in der Nähe ist. Und wenn man näher kommt, dann wird es immer schneller, irgendwie sowas. Weil das mit den Texten, ganz ehrlich, die findet man doch so nicht. So, warte, wir brauchen ja nochmal. Oh. Entschuldige. Kann ich den Knochen? Ich weiß nicht, ob es das war. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, ehrlich gesagt. Ich wollte immer die Hütte hier begutachten gerade. Cool. Ja. Und dann ging es hier irgendwie noch durch, irgendwo hin. Was ist all dies hier? So willst du im Thema Quests, weißt du? Ja, ich mache auf jeden Fall Quests. Was ist das? Wir waren noch gar nicht da. Oh, eine neue Stadt. Ich hoffe, da wohnen liebe Menschen. Ich möchte die ungern alle auslöschen müssen. Hey Freunde, ich bin's. Die Aloy. Ich bin super schnaftet Mädelbam. Gut, kann auch einfach sein, dass niemand da ist. Voll die teuren Häuser, voll die Kisten und Mehlsäcke und bla bla bla. Muss niemand bewachen. Ja gut. Gehe ich mal weiter. Wenn jemand da ist, klingel ich eben drüben. Vielleicht ist das ja so die Sommerresidenz oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Aber wir haben zumindest drüben noch eine Stadt entdeckt. Das finde ich schon sehr interessant. So. Da würde ich jetzt nur gerne auch hin, natürlich. Komm mal, ist das der richtige Weg? Ja, da ist das Haus, da ist ein Stürmerareal, von dem wir nichts mitbekommen haben. Da drüben, da ist eine Brücke und da ist die Stadt da hinten, da sehen wir sie auch. Hey. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Hallo Stürmer, stört euch hinter mir.
Ich bin euer Kumpel. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. So. Was haben wir denn da? Der Lichtmark. Oh nein, und eine weitere Nebenquest. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, wir haben die bald alle weg. Aber ich meine, was soll denn jetzt noch kommen? Hallo, unbekannter Mann, Fernund. Der mir natürlich gleich eine Quest gibt, obwohl er mich gar nicht kennt. Ah, die maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Mhm. Komm näher. Nenn mich Fernand. Fernund. Ja, was guckst du so? Der wirkt ein bisschen schmierig. Hey, Fernund. Oh. Meine Augen sind hier. Oh. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber... Wie funktioniert er? Wirst du niemals erfahren. Man steckt seine Spitze in die Maschine. Wird er erfahren. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Natürlich. Ich kaufe und verkaufe nichts. Also Pech gehabt. Es sei denn... Manchmal da... Finde ich auch Basteleien. Mhm. Gut. Der will uns in den Hinterhalt locken, um uns den Speer abzuluxen. Okay, Fernund. Was für ein Vorschlag. Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Ui. Was ist es? Ein Relikt. Von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider... liegt es in zu großer Höhe. Mhm. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es, bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch. Das ist auch 100 pro eine Falle. Wieso ist Beruf wieder weiß? Ja. Könnte interessant sein. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Nein. Das werden wir sehen. Schon wieder zu den Meridian Docks. Ein merkwürdiges Angebot. Ja, sage ich ja. Sehr dubios. Sehr dubios. Der Fernand. Und noch eine Quest. Juhu. Na, ich bin mal gespannt. Was soll ich diesmal holen? Oder kaputt machen? Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich... Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Mhm. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Mhm. Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend, zu Hause. Es ging ihr besser. Besser? War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Mhm. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Ja. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Hm. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg. Nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt. Doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall. Und dann dachte ich, sie könnte... hier, im Wasser sein. Bei der Sonne! Was? Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße.
Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Mhm. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. Und das wird sie natürlich auch. Aber leider erst in der nächsten Folge. Da haben wir zwei neue Quests. Sonne und Schatten. Oh, das hört sich aber böse an. Wir haben jetzt zwei neue Quests, die wir verfolgen können. Einfach mal in einem neuen Dorf gefunden, das gar nicht questrelevant ist. Oder vielleicht hätten die Hauptquests uns hier noch irgendwann durchgeführt, aber jetzt noch nicht. Ja, in der nächsten Folge erfahren wir dann mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss. Ciao mit V. Und tschüss. Jetzt aber. Tschüss.